Guten Morgen und erstmal ein Hallo an euch alle da draußen. Ich bin der Robert. Wir haben jetzt heute den 31. August und dank des 500. Reformationstages kommen wir auch hier im katholischen Baden-Württemberg in den Genuss eines Feiertages. Und den wollen wir heute ein bisschen in die Natur verbringen. Wir haben jetzt kurz nach 9 Uhr. Und bisher schwankt die Temperatur zwischen minus 3 und 0 Grad. Aber ein stahlblauer Himmel, die Sonne scheint. Und das nutzen wir jetzt für eine Wanderung. Und zwar möchte man gern den mittleren Teil der Wutachschlucht laufen, in der Hoffnung, dass jetzt so relativ spät im Jahr hoffentlich nicht allzu viel los ist. Und wir haben heute jetzt einen besonderen Einstieg gewählt, und zwar sind wir nach Bachheim gefahren, laufen jetzt quasi oberhalb der Wutachschlucht, im Moment Richtung Schlucht über ein Hochplateau und steige dann in die Schlucht ab. Und vielleicht haben wir ja noch von der Felskante aus, vom Abbruch aus, hoffe ich, dass wir jetzt durch diesen Herbstwald, der ja nicht mehr ganz so dicht belaubt ist mittlerweile, dass wir da vielleicht ein paar schöne Einblicke in die Schlucht selber denn sehen können. Die Straße in die kanadische Wildnis. Aber wir biegen wieder nach links in den Schwarzwald ab. So, man musste jetzt den Weg ein bisschen variieren, weil die ursprüngliche Route war von einer Kiesgrube verschluckt. Aber wir haben jetzt den Aussichtspunkt in die Wutachschlucht gefunden. Und das gucken wir uns jetzt gerade miteinander an. Also der Fluss hat sich hier wirklich so richtig schön in Windungen durch den Felsen gefressen. Der meandert hier richtig toll durch die Felsen durch. Das ist wie wenn du irgendwo in Kanada wärst oder so. Also der absolute Knaller hier. Ist genial.
Wir sind jetzt also die ganze Zeit oben an der Kante der Wutachschlucht entlang gewandert. Und jetzt sind wir auf der Höhe von ehemals Bad Boll. Und hier fällt nun der Weg ab. Und jetzt wären wir also direkt auf die Höhe der Wutach absteigen. Und dann geht es am anderen Flussufer weiter. Also wie es heute Morgen auch sich abgezeichnet hat, das Wetter ist wieder ein absoluter Hammer. Sonne scheint, himmlisch blau. Die erste Schicht Jacke haben wir vorher schon abgelegt. Handschuhe brauchen wir jetzt auch keine mehr. Das ist richtig super. Und hier haben wir einen ganz tollen Hohlweg. Richtig verwunsche hier mit dem Wurzelwerk. Hier wieder ein Felsbrocken, der aussieht, wie wenn er sauber und ordentlich aufgemauert wäre. Mit Mörtel zwischen den einzelnen Gesteinsschichten. Anfang des Jahres bin ich vom oberen Teil der Wutach gekommen und habe dann auch hier die Brücke überquert und bin dann nach dem Fluss rechts den Berg hoch. Und heute werden wir weiter flussabwärts gehen. Das heißt, wir überqueren den Fluss und dann geht es links weiter. Hier ist jetzt die Kapelle von dem Bad Boll. Und wenn man hier hoch rechts guckt, da sieht man die Sonne gerade so durch die Bäume spiegeln. Das heißt, wir sind jetzt also wieder auf der Schattenseite. Und vor ein paar Minuten haben wir schon fast geschwitzt. Und hier ist es noch gefroren. Schon fast bizarr, wie die Äste aussehen mit ihrem Fellmäntelchen.
Da saß man auf der Hochebene, auf dieser Seite unterwegs waren, sind uns jetzt den ganzen Vormittag über 4 Leute begegnet. Und in dem Moment, wo wir jetzt hier im Butach abgestiegen sind, ist es um ein Vielfaches belebt. Also es kommt einem eigentlich permanent Leute entgegen. Wobei es, denke ich, natürlich jetzt noch kein Vergleich ist zu den Sommermonaten oder zu der Ferienzeit. Also der Zeitpunkt, um diese Strecke hier zu laufen, ist, glaube ich, jetzt im Herbst gar nicht verkehrt, weil sonst tritt dich wirklich tot hier. Aber ist halt auch nochmal das begehrteste Stück der Wutachschlucht, dieser Mittelteil mit dem Rimmelesteig. Und da musst du halt nehmen, wie es kriegst. Auf dieser Felskante hier verläuft der Weg, den wir jetzt gerade gekommen sind. Und ich finde es gut, dass ich das erst jetzt sehe und nicht vorher schon gewusst habe. Frisch gestärkt zieht sie wieder den Berg hoch wie junges Rennpferd. Mittlerweile haben wir jetzt fast 15 Uhr. Wir haben also relativ spät Mittag gemacht. Wir haben so gegen 14 Uhr eine Pause eingelegt. Ich habe uns was Warmes gekocht. Und jetzt wird es hier ruhiger. Jetzt kommen einem kaum noch Leute entgegen. Jetzt wird es richtig schön. Das ist eine herrliche Stelle. Hier scheint jetzt gerade die Sonne her. Und die Felsen reflektieren die Wärme richtig. Ah, das ist richtig angenehm. Richtig toll jetzt da, Hanna. Weil im Schatten zieht es jetzt also ordentlich wieder an. Aber ja, manche Leute sagen ja, der Sommer sei vorbei. Oder? Also von daher gesehen, wenn das stimmt, dann wäre es ja normal so. Da kommt der Spieltrieb wieder hoch. Auch wieder so eine Schlucht. Da drüben sieht man noch das Fundament, wahrscheinlich von einem Steg oder einer Brücke, das unterspült worden ist und die Natur holt sich jetzt langsam wieder zurück.
So, wir überqueren jetzt wieder die Wutach und kommen somit wieder quasi auf unsere Seite zurück. Und als Zeichen, dass die Wutach nicht immer so gemütlich vor sich hin plätschert wie heute, sieht man hier noch die Reste einer Stahlbrücke, die es zerlegt hat. Also der Fluss kann offensichtlich auch anders. Also was wir da sehen, ist der historische Rimmelesteig, erbaut 1904. Und das ist der einzige von vier damaligen Stege, die noch im Originalzustand erhalten sind. Allerdings ist eben der linke Auflagepfeiler einem Hochwasser zum Opfer gefallen. Abgesehen davon wäre er aber sowieso außer Funktion gestellt worden, weil die Wutach durch die Verbreiterung ihres Flussbettes den Steg obsolet gemacht hat. Aber es ist schon erstaunlich, A, über 100 Jahre alt und B, was die Konstruktion aushält, weil die hängt jetzt ja wirklich bis über den Fluss rüber und stützt sich nur noch an einer Auflage ab. Also Respekt, Technik kann manchmal ganz schön was bewirken. Die Brücke, über die wir hier jetzt gehen, ist also quasi der neue Steig und der ist aber hochwassersicher an zwei so Pylone aufgehängt, so dass der Fluss also A ansteigen kann und B, selbst wenn er sich verbreitert, sind die Pylone immer noch recht weit vom Wasser entfernt. Also das zweite Mal heute, dass es mir warm wird. Kurz nachdem wir jetzt Wutach überquert haben, geht der Weg wieder nach Bachheim, steil bergauf. Und dürfte jetzt ungefähr noch 2 Kilometer sein, wenn man richtig liegt. Und da heizen wir uns noch mal richtig ein jetzt. Mittlerweile sind wir jetzt fast wieder am Auto, also wir haben schon Sichtkontakt zum Wanderparkplatz. Und jetzt haben wir gesagt, so schön wie die Sonne da an der Schutzhütte her scheint, setzen wir uns noch ein paar Minuten hin und genießen die Sonne. Wir waren jetzt 17,2 Kilometer unterwegs, 4,5 Stunden in Bewegung, 6,5 Stunden waren wir komplett unterwegs. Und wir haben also zweimal eine gemütliche Pause gemacht. Das erste Mal oben auf dem Berg, wo man so schön auf die Wutachschlucht runterschauen konnte. Und dann auch beim Kochen an die Wutach unten direkt im Tal drinnen in der Schlucht. Und alles in allem war es eine super Wanderung. Wir haben ein Dusel gehabt mit dem Wetter. Ist also wirklich gigantisch. Ich glaube, viel schöner kann eine Herbstwanderung nicht sein. Und ja, damit möchte ich jetzt schließen. Ich bin froh, dass wir rausgegangen sind und dass wir den Hintern hochgekriegt haben, weil jetzt haben wir richtig was aus dem Tag gemacht. Morgen ist auch nochmal Feiertag, mal gucken, was wir da treiben. Auf alle Fälle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, ab morgen wird alles besser. Bis dann, ciao.